Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 13: Unter Wasser und in tiefen Löchern. Hallo, liebe Individualisten, herzlich willkommen zur Folge 13, heute mit diesen Themen. Ich erzähle euch etwas über anstehende technische Änderungen hier bei Individuell unterwegs. Ich nehme euch mit in ein paar Höhlen bei uns im Wienerwald und ich nehme euch mit auf ein Taucherlebnis der ganz besonderen Art am Grünen See in der Steiermark. Und mit dem will ich auch gleich anfangen. Und zwar waren wir am Freitag am Grünen See. Und zwar ist der südlich des Hochschwabs in der Steiermark im Bezirk Bruck an der Mur und ist wahrscheinlich eines der international bekanntesten Tauchgewässer in Österreich überhaupt. Was macht den See so besonders? Ganz einfach, der See ist ein periodisches Gewässer. Das heißt, der hat nicht das ganze Jahr über den gleichen Wasserstand. Ganz im Gegenteil, der füllt sich im Frühjahr mit Schmelzwasser und das verliert er dann übers Jahr und so in den Herbst hinein, so das schon eigentlich schon fast ab August, September, geht der Wasserstand sehr, sehr stark zurück und es bleibt dann eigentlich von dem See nur mehr praktisch ein kleiner Teich übrig. Und betauchbar ist der See im Normalfall je nach Wetterlage, je nachdem wann es zum Donnern anfängt, je nachdem wie viel Niederschläge dann nachher noch sind, bis ja, Anfang, Mitte, maximal Ende Juni. Dann ist eigentlich der Wasserstand im Normalfall schon so niedrig, dass Tauchen einfach keinen Sinn mehr macht. Und das Besondere an dem See ist, neben dem, dass er periodisch ist, ist einfach die unglaubliche Sicht unter Wasser. Das Wasser ist wirklich kristallklar und man kann praktisch fast quer durch den See schauen, weil das Wasser ist, also der See ist Grundwasser gespeist, hauptsächlich, und deswegen einfach extrem klar. Und das Wasser wird durch den Kalkstein vom Hochschwabmassiv sehr, sehr stark gefiltert. Das heißt, da kommen keine Schwebeteilchen und nichts mit. Und dementsprechend sind das halt unglaubliche Sichtweiten unter Wasser. Und diesem Umstand hat der See auch seinen Namen zu verdanken, weil dadurch, dass das Wasser so klar ist, und dadurch, dass es ein periodisches Gewässer ist, ist es bei dem See einfach so, dass der im Prinzip auch Wiesen und Wege überflutet. Das heißt, man schwimmt dann wirklich unter Wasser, man taucht so dahin und taucht dann wirklich über eine Wiese, aber nicht eine Seegraswiese, sondern eine richtige Wiese. Da stehen mitunter auch Blumen drauf und so weiter. Und das ist natürlich alles sehr grün und das macht natürlich auch das Wasser, wenn man von außen auf den See schaut, also es nicht unter Wasser ist, sondern heraus und steht und auf oder über den See schaut, wirkt dieser See ja fast schon smaragdgrün, türkis bis smaragdgrün. An manchen Stellen wird er dann wieder eher bläulich, das sind dann die Stellen, wo kein Bewuchs ist, sondern wo quasi nur das Schotterbett ist. Das heißt, das ist dann der Bereich, wo fast das ganze Jahr über das Wasser dann eben steht. Das heißt sozusagen die Kernzone von dem See. Dort wirkt er dann eher bläulich. Aber es sind sehr interessante Farbenspiele, die man da erleben kann. Und es ist einfach ein unglaubliches Erlebnis, wenn man dort tauchen geht. Ein kleines Manko hat das Ganze allerdings, weil der See ist dadurch, dass der eben hauptsächlich Grundwasser gespeist ist und dass er vor allen Dingen Schmelzwasser gespeist ist, ist dieser See das ganze Jahr über verdammt kalt. Und der See hat jetzt Mitte Juni gerade mal 7 Grad Wassertemperatur. Und das ist natürlich für einen Taucher eine Herausforderung. Speziell dann, wenn man nicht mit einem Trockentauchanzug dort reingeht. Für uns war das jetzt kein Problem, weil mein Bruder und ich, wir waren eben am Freitag dort und wir haben Trockentauchanzüge und wir sind natürlich mit den Trockentauchanzügen reingegangen.
Wir haben uns dann auch unter den Trockentauchanzügen entsprechende Unterzieher und Skiunterwäsche und so weiter angezogen. Ich habe bei der Gelegenheit meine neuen Unterzieher aus Merino-Wolle ausprobiert von der Firma Woolpower. Ist ein schwedischer Hersteller. Ist zwar nicht ganz billig, das Zeug, aber das ist echt warm. Also das hätte ich nicht geglaubt, dass das so einen Unterschied macht. Das ist unglaublich. Allerdings hatte ich damit auch das Problem, dass ich etwas zu wenig Blei mit hatte. Das heißt, ich hatte so ein bisschen ein Problem, unten zu bleiben. Speziell gegen, ja, in der zweiten Hälfte des Tauchgangs, wenn dann die Flasche sich auch schon schön langsam leert und leichter wird und so weiter. Jetzt habe ich dann einen Stein zu Hilfe nehmen müssen, um mir einfach nochmal zusätzliches Gewicht zu verschaffen. Aber es hat dann auch irgendwie funktioniert und es hat jetzt den Tauchgang eigentlich nicht minder schön gemacht. Für mich das einzige wirkliche Manko an dem Tauchtag am Freitag war, dass zum wiederholten Mal, ich glaube mittlerweile das dritte Mal, meine GoPro schlicht und einfach abgesoffen ist. Weil das Gehäuse, das ein Tauchgehäuse ist, ein speziell angefertigtes für die GoPro 2, zum dritten Mal wieder nicht dicht war. Es war nicht viel Wasser, was eingedrungen ist, aber es ist Wasser reingekommen und ich hatte das Ganze auch schon eingeschickt. Schon nach dem ersten Mal, wo ich den Wassereinbruch gehabt habe, nämlich gleich beim ersten Mal, wo ich das mitgenommen habe, da hat man mir erklärt, man hat eine Druckprüfung gemacht und das ist alles in Ordnung und das Gehäuse ist dicht. Das Gehäuse sollte dicht sein bis 60 Meter, also 60 Meter Wassertiefe. Ich war auf maximal 6 Meter, oder 6,5 Meter am Freitag und bereits auf 3 Meter Wassertiefe hatte ich Wasser im Gehäuse. Ich habe dann die Kamera abgedreht, um größere Schäden zu vermeiden. Ich musste dann erstmal wieder abdrehen, sie ist jetzt noch beim Austrocknen. Ja, mal schauen, ob es überhaupt noch funktioniert. Ich hoffe es. Ja, wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Auf alle Fälle, die Entscheidung steht auch. Also die Kamera wird mich unter Wasser definitiv nicht mehr begleiten. So viel steht einmal fest. Welche Alternative ich mir da suchen werde, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen, in welche Richtung ich da gehe, ob es die GoPro 3 wird oder ob ich mir doch das originale Tauchgehäuse von GoPro zulege für die GoPro 2. Mittlerweile gibt es das ja mit einer flachen Scheibe auch, was zu dem Zeitpunkt, wie ich das gekauft habe, leider noch nicht der Fall war. Man wird sehen, aber das soll das ganze Erlebnis nicht trüben. Es war nämlich trotzdem ein super schöner Tauchtag. Und ich habe es vorher schon ganz kurz angeschnitten. So eine Besonderheit von dem Grünen See ist, dass er eben, dadurch, dass er ein periodisches Gewässer ist, eben Wiesen und auch Wege überflutet im Frühjahr. Und in unserem Tauchreiseführer steht das so schön beschrieben, wie man also dann den Wegen entlang geht, sozusagen virtuell. Und dann kommt so eine dieser klassischen Attraktionen im Grünen See und das ist der sogenannte Steg. Und der Steg ist im Prinzip eine Brücke, ein kleines Brückerl, das normalerweise über die beiden Quellbäche oder Quellzuflüsse vom Grünen See drüber führt. Und das ist dann eben im Frühjahr komplett unter Wasser. Und das sind dann so die klassischen Fotos am Grünen See, wo man dann also die Taucher sieht, wie sie auf dieser Brücke stehen oder sitzen, je nachdem wie der Wasserstand ist, und halt dann die Fotos machen. Das ist so der Klassiker. Die Stelle haben wir allerdings letztes Jahr schon besucht. Da verlinke ich euch die entsprechende Seite bei uns auf der Homepage zu dem zu dem Artikel über den Grünen See. Da seht ihr dann auch die Fotos von dort und wie es dort halt ausschaut. Wir haben uns aber auf alle Fälle dann am Freitag für eine andere Stelle am Grünen See entschieden. Wir sind nämlich den Grünen See nicht nach links vom Einstieg weggetaucht, sondern nach rechts, also dem rechten Ufer entlang. Und das ist eigentlich so der Bereich, der im Grünen See so gut wie gar nicht betaucht wird. Also wie gesagt, die meisten strömen eben zu dieser Hauptattraktion, zu den Bankerln und zu diesem Steg.
Und dann vielleicht noch die Wiese, die hinter dem Steg ist, aber damit hat sich die Sache auch wieder. Und den ehrlich rechten, größeren Teil eigentlich von dem See lassen die meisten eigentlich aus. Und ich muss persönlich sagen, das ist sehr, sehr schade, weil der See auch dort wirklich schön ist zum Tauchen. Das sind halt, dort sind zwar keine Bankern und kein Steg, aber dafür sehr viele interessante Felsformationen, die man da antreffen kann. Sehr interessanter Unterwasserbewuchs und sehr, sehr schöne Lichtspiele, muss man auch dazu sagen. Also wir hatten da wirklich ein paar wunderschöne Szenen, die ich leider nicht festhalten konnte, weil ja die Kamera geflutet war. Sonst hätte ich euch da das eine oder andere Foto mitbringen können. Jetzt kann ich es euch halt nur beschreiben, ich kann es leider nicht ändern. Und ja, also das war wirklich sehenswert und vor allen Dingen, und das ist der ganz, ganz große Pluspunkt für mich, wenn man nach rechts geht, dorthin, wo eigentlich sonst keiner hintaucht, dann ist man dort alleine. Also Freitag ist ja nicht generell weniger los, aber es war dann, wie wir rausgekommen sind, schon deutlich mehr los. Also der Parkplatz war schon dann ganz gut gefüllt. Und man hat auch gesehen, im Wasser waren dann schon einige unterwegs. Und bei uns war es aber wirklich so, wir haben keinen einzigen Taucher unter Wasser getroffen. Niemanden. Wir waren komplett alleine und wir waren immerhin eine Stunde drinnen. Also da muss ich sagen, das war wirklich ein tolles Erlebnis und ich kann nur jedem Taucher unter euch raten, wenn ihr den grünen See machen wollt, dann ja, könnt ihr euch den Steg und diese klassischen Attraktionen natürlich anschauen. Das ist auch sehenswert. Das ist jetzt nicht so, dass das langweilig ist. Ganz im Gegenteil, das ist auch ja ein sehr außergewöhnliches Motiv und das ist interessant zum Sehen, keine Frage, aber verachtet die rechte Seite nicht. Also das ist wirklich mein ganz, ganz großer Tipp an der Stelle an euch. Schaut euch auch die rechte Seite von dem See an. Ja, wir sind dann nach dem Tauchgang noch essen gegangen, direkt beim Wirtshaus, ich glaube Seehof heißt er, der direkt dort am See auch ist. Also man kann dort sehr gut essen. Das ist ganz hervorragend. Und es war auch, mein Neffe war auch mit, auf den hat in der Zwischenzeit, wo wir unter Wasser waren, dann unser Vater aufgepasst, ist mit ihm eine Runde um den See gegangen. Das sind so ja 1,5 Kilometer in etwa zum Gehen und das ist ganz nett gemacht, den Weg da rundherum. Also da sind so ein paar so, ja, ein paar ganz nette Stellen, Einlagen dazwischen drinnen. Also auch für Kinder ist das durchaus nicht uninteressant. Jo, so viel zum Grünen See und damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema, nämlich zu den Höhlen, die wir heute am Sonntag uns angeschaut haben. Konkret geht es da um ein paar Höhlen in Pfaffstätten bzw. einem Ortsteil von Pfaffstätten namens Einöde. Der Ort heißt wirklich so. Und wir haben uns dort zwei Höhlen angeschaut, und zwar zum einen die Elfenhöhle und zum anderen die Einödhöhle. Wir sind losmarschiert auf einem kleinen Parkplatz, sind dann raufgegangen zur ersten Höhle, das war eben die Elfenhöhle. Das ist eine ja relativ kleine Höhle eigentlich, allerdings der erste Raum der Höhle ist sehr hoch. Auch entsprechend der Eingang in die Höhle hinein ist sehr groß und sehr hoch. Und man kann dann von diesem Hauptraum in drei kleinere Nebenräume abzweigen. Und die könnte man theoretisch fast ohne Taschenlampe machen. Es ist natürlich mit Taschenlampe interessanter, weil man einfach mehr sieht und sich die Sachen genauer anschauen kann. Aber man muss jetzt nicht unbedingt eine Lampe dabei haben. Und für uns natürlich sehr interessant, weil wir sind höhlenbegeistert. Also wir schauen uns nicht gerne Höhlen an. Und zwar sowohl mein Bruder, als auch seine Frau, als auch mein Neffe, als auch ich selbst. Also wir sind wirklich sehr viel in Höhlen unterwegs und uns gefällt das sehr und es ist sehr faszinierend. Und die Höhlen in dem Gebiet sind vor ungefähr 20 Millionen Jahren entstanden, als im Bereich des Wiener Beckens noch ein Meer war.
Und diese Höhlen sind quasi im Uferbereich von diesem Meer gelegen und machen oder sind praktisch entstanden durch Ausschwemmungen durch das Meer. Das Meer hat das eben, das Ufer sozusagen dort ausgeschwemmt. Und dann in späterer Zeit sind dann die Höhlen aber teilweise durch die Menschen erweitert worden, künstlich erweitert. Also das ist Sand abgebaut worden, dort sind Steine abgebaut worden. Das heißt, es ist jetzt nicht alles in diesen Höhlen natürlichen Ursprungs. Die Haupträume zwar schon, aber da zum Beispiel in der Elfenhöhle der eine Nebenraum ist künstlich herausgehauen. Eben zur Sandgewinnung beziehungsweise auch zur Steingewinnung. Das Gestein selber in der Gegend ist Dolomit. Und ja, hat halt so seine speziellen Eigenschaften, es ist alles ja ein bisschen schroffer und bildet sehr, sehr interessante Formationen auf jeden Fall in den Höhlen drinnen. Und ja, von der Elfenhöhle sind wir dann weiter marschiert, ein kurzes Stück zur Einödhöhle, die deutlich die größere Höhle ist. Also die führt wirklich über mehrere Haupträume und hat sehr, sehr viele Verbindungsgänge und ist eigentlich schon ein relativ weit verzweigtes Höhlensystem, kann aber problemlos besucht werden. Die Höhle ist öffentlich zugänglich und ist aber, ich sag mal, gut erschlossen. Also man kann da eigentlich problemlos durch, überall. Man kann sich eigentlich jetzt nicht großartig verletzen, also man kann nirgends wirklich abstürzen. Also von dem her ist das kein Problem. Und auch die Einödhöhle ist eine, ja, ausgeschwemmte Höhle, die aber eben auch dann im Laufe der Zeit durch die Menschen eben künstlich erweitert worden ist, eben um Gestein oder eben auch Sand zu gewinnen. Und in der Einödhöhle haben wir uns relativ lang aufgehalten. In dieser Höhle haben auch lange Zeit Fledermäuse überwintert. Das ist heute leider nur mehr die Ausnahme, weil diese Tiere einfach extrem empfindlich sind und schon alleine durch die Körpertemperatur des Menschen zum Beispiel schon im Winterschlaf gestört werden. Und das Problem ist halt, dass das dann einfach zur Folge hat, dass die Tiere dann aufwachen, damit einen erhöhten Energieverbrauch haben und dann schlicht und einfach sterben, langsam und relativ qualvoll, weil sie einfach schlichtweg verhungern. Heute, ja, vereinzelte Fledermäuse findet man noch im Winter in der Einödhöhle, aber ja, es ist kein regelmäßiger Überwinterungsplatz mehr, so wie das früher einmal war. Zu den Höhlen noch vielleicht ganz kurz ein Wort bezüglich Familientauglichkeit. Also man kann beide von den Höhlen problemlos mit Kindern machen. Also mein Neffe ist jetzt nicht ganz 3 Jahre alt, der Clemens, und der ist da problemlos mitgegangen. Also wenn die Kinder ein Interesse dafür haben, ist das überhaupt kein Thema, dass man mit den Kindern dort reingeht in die Höhlen. Das ist absolut gefahrlos möglich. Klar, man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen auf die Kinder, das ist schon klar. Aber grundsätzlich ist das kein Problem. Also das kann man machen. Es sind auch die Wege hinauf zu den Höhlen. Es ist zwar ein Anstieg drinnen, der ja vielleicht schon ein bisschen anstrengend ist, wo man sich halt vielleicht einfach auch ein bisschen Zeit nehmen muss, damit die Kinder den halt einfach auch bewältigen können. Aber grundsätzlich ist das machbar, relativ problemlos. Damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema. Und zwar zu den anstehenden technischen Änderungen hier in dem Podcast Individuell unterwegs. Ich habe so im Laufe der letzten Folgen ein paar, ja, ich sag mal, Dinge beobachtet, die mir nicht wirklich gefallen und die ich ändern will. Allen voran ist das der Feed, der RSS-Feed von dem Podcast.
Das Problem an der Sache ist halt, das Ganze ist gehostet bei Blogger bzw. Blogspot, was soweit ja ganz gut funktioniert und ganz nett ist, aber das große Problem an der Sache ist, dass Blogger eben nicht auf Podcast ausgelegt ist, sondern auf Blogs. Dementsprechend werden auch die Feeds aufbereitet. Ich habe das Ganze dann zwar noch über den Feedburner laufen, das heißt, der Feed wird dann nochmal aufbereitet, wird nochmal entsprechend überarbeitet, um das Ganze möglichst iTunes-konform und so weiter zu machen. Aber ich musste in der Vergangenheit in den letzten Folgen feststellen, wenn ich das Ganze in einen Podcatcher reinlade und mir das anschaue, dass mir das Ergebnis dort eigentlich überhaupt nicht gefällt. Dementsprechend bin ich momentan auf der Suche nach einer Alternative. Und das Ganze soll natürlich ein System sein, das mir den Workflow möglichst erleichtert. Und ich habe aber jetzt keinen Bock dazu, mir jetzt irgendwo ein WordPress zu installieren. Weil das macht nur unnötig Aufwand und ich muss wieder Sachen verwalten und wieder neues Design anlegen und so weiter. Und das ist mir eigentlich alles zu mühsam. Und ich bin da jetzt auf ein sehr interessantes Projekt gestoßen. Und zwar ist das vom Macher der Hörsuppe und nennt sich Firz. Keine Ahnung, wie er auf den Namen gekommen ist, das müsst ihr ihn selber fragen. Aber das Projekt ist recht interessant. Im Prinzip ist Firz ein Podcast-Publishing-System. Gut, von denen gibt es jetzt viele. Was ist jetzt das Besondere an dem System? Das Besondere an dem System ist, dass sich Firz vor allem um den RSS-Feed kümmert. Das heißt, Firz geht den Weg oder hat die Philosophie, die zentrale Stelle des Podcasts ist der Feed mit dem entsprechenden Closure, sprich mit der entsprechenden Mediendatei. Und auf dem baut das eigentlich alles auf. Das heißt, aus diesem RSS-Feed baut er dann praktisch eigentlich auch die Webseite auf. Ist jetzt ein interessantes Konzept, vielleicht im ersten Schritt ein bisschen verwirrend, weil man vielleicht denkt, eigentlich wird der RSS-Feed von der Homepage generiert. Er dreht hier das System einfach um und er sagt, er definiert die Parameter für den Feed und aus diesen Feed-Parametern generiert er dann die Seite. Das heißt, da generiert er dann auch die Podcast-Beschreibung und die Shownotes und alles Mögliche. Ein zweites Problem oder ein zweites Thema, das der Firz auch löst, ist das Thema eigener Feed für, also jeweils ein eigener Feed für unterschiedliche Medienformate. Aktuell ist es ja so, dass ich zwar sowohl das MP4 als auch das MP3 in die Enclosures im Blogger reinhänge, aus dem Feedburner aber nur das MP4 herausfällt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil standardmäßig nur eine Enclosure-Datei im Podcast erlaubt ist. Und da nimmt er einfach das erste Format, was angeführt ist, und das ist im Fall von individuell unterwegs das MP4. Das ist auch gut so und gewollt so. Das bleibt auch so, das bleibt nach wie vor das Hauptformat, weil es ein paar andere Vorzüge hat, zu denen ich nachher dann auch komme. Aber ich möchte natürlich die anderen Formate, die es für individuell unterwegs auch noch gibt, auch nochmal in separaten Feeds gerne anbieten. Namentlich ist das das Format MP3 und das Format Opus, zu dem ich dann auch gleich noch kommen werde. Und auch das kann der Firz. Das heißt, man sagt ihm, okay, die drei Medienformate habe ich und für diese drei Medienformate generiert er dann auch jeweils einen eigenen separaten RSS-Feed. Mit den gleichen grundsätzlichen Informationen, die dabei stehen, wie bei allen anderen Feeds und auch wie auf der Homepage, aber eben mit dem entsprechenden Closure der jeweiligen Mediendatei. Bringt euch jetzt was? Ganz konkret, ganz einfach. Ihr könnt euch nachher aussuchen, welches Format ihr euch tatsächlich über den RSS-Feed holen wollt und abonnieren wollt. Das heißt, ihr braucht es dann, wenn ihr jetzt nicht MP4 haben wollt, sondern MP3, weil halt euer Abspielgerät, euer Endgerät nur MP3 unterstützt, aber kein MP4, weil es vielleicht irgendein, ich sag mal, älterer MP3-Player ist, der halt MP4 nicht unterstützt, dann könnt ihr euch
direkt den MP3-Feed nachher abonnieren und braucht es nicht extra irgendwie auf die Homepage gehen und euch das MP3 runterladen und so weiter. Das ist alles irgendwie mühsam. Das Ganze resultiert auch so ein bisschen aus einer Rückmeldung, die ich von den Adventure-Buren bekommen habe. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die beiden für die entsprechenden Hinweise und Verlinkungen auf meinen Podcast bei Ihnen auf der Seite und auch auf Ihren Facebook- und Google-Plus-Seiten. Und ich hoffe, dass Ihr Projekt erfolgreich wird. Aber das war eben auch so ein Punkt, der mich jetzt nochmal näher an den 40 herangebracht hat. Also die Rückmeldung, die ich da bekommen habe, dass das mit den Downloads nicht so recht irgendwie unklar war und so, und wo kriege ich denn das jetzt her und so, das ist alles irgendwie ein bisschen mühsam gewesen. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen in diese Richtung wieder getrieben. Und ja, ich möchte also schauen, dass ich in absehbarer Zeit das Ganze eben von Blogger auf 40 umstelle. Wie ich das dann mit den alten Folgen mache, weiß ich noch nicht. Das wird dann irgendwo eine Art Archivfunktion werden, wo man dann auf die alten Folgen zurücksteigen kann, sozusagen. Der aktuelle Plan sieht jetzt einmal vor, dass bis zur Folge 19, das heißt die nächsten paar Wochen, jetzt noch über Blogger laufen werden. Und ab der Folge 20 wird dann der Schnitt kommen, dann auf den 40. Das ist jetzt mal der Plan. Ich hoffe, dass das relativ problemlos funktionieren wird. Das wird sich aber dann auch herausstellen. Da wird sicherlich im Vorfeld noch ein paar Testrunden geben, wie das Ganze dann funktionieren kann und wird. Der zweite Vorteil von 40 für mich als Podcaster ist einfach, dass dieser ganze Publishing-Vorgang deutlich einfacher geht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich eigentlich alles, was 40 für die Veröffentlichung von dem Podcast braucht, direkt in Auphonic definieren kann. Das heißt, ich kann in Auphonic sowohl die Audiooptimierung machen lassen, als auch eine Beschreibung, eine Summary und so weiter, das alles hinterlegen. Ich kann diverse Links einbauen und so weiter. Das geht alles. Und das alles nimmt dann der 40 und baut daraus den RSS-Feed und in weiterer Folge die Homepage. Und das nimmt er sich im Prinzip aus dieser Description, Job-Description-Datei heraus, die man damit generieren lassen kann in Auphonic. Dort holt er sich diese ganzen Informationen raus. Und man kann ihm dann zusätzlich nochmal in den jeweiligen Episodendateien dann nochmal zusätzliche Informationen reinhängen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt noch die Shownotes dazu tun, die ich vielleicht so nicht drinnen habe, weil ich sage, ich habe eh die Kapitelmarken und das genügt mir eigentlich. Und die Shownotes gibt es dann eben auf der Homepage. Dann hänge ich die in die Episodenbeschreibung einfach nochmal mit rein und die Sache ist gut. Also sollte dieser ganze Publishing-Vorgang hoffentlich in Zukunft auch leichter und schneller und einfacher gehen. Das wird aber jetzt erstmal einer gewissen Testphase bedürfen und das muss ich mal eben anschauen, ob das dann wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es mal und ich werde euch dann in einer der nächsten Sendungen mit Sicherheit darüber berichten. Das zweite Thema bezüglich den technischen Änderungen betrifft den MP4-Kanal. Das heißt, es gibt ja, wie ich vorher schon gesagt habe, drei Medienformate bei mir, MP4, MP3 und Opus. Bei MP4 wird es in Zukunft so sein, und das, die Folge 13 ist jetzt damals so die Pionierfolge dafür, ich möchte nach Möglichkeit für jedes Kapitel im MP4-Container Fotos hinterlegen. Das heißt, da gibt es dann so kleine quadratische Fotos, die anstatt dem Podcast-Logo eingeblendet werden, dann im Podcatcher, wenn ihr das abspielt. Das heißt, ihr seht dann sozusagen jetzt im konkreten Fall zum Beispiel zum Grünen See, ein Foto vom Grünen See oder unter Wasser beim Grünen See oder so irgendwas in die Richtung. Ihr seht bei den Höhlen oder bei dem Kapitel über die Höhlen, seht ihr dann ein schönes Foto, was ich eben in einer der Höhlen gemacht habe, wie wir unterwegs waren. Und so weiter.
da, wo es natürlich keine aussagefähigen Fotos gibt dazu, so wie das jetzt eben bei den technischen Änderungen ist, da wird wieder nur das Podcast-Logo drinnen sein und sonst nichts. Das ist also etwas, was ich jetzt im MP4-Format einmal einbauen will. Das geht mittlerweile auch eben über Auphonic. Auphonic bietet diese Funktion mittlerweile, was ich sehr schön finde. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Das werde ich jetzt aber mit der Folge 13 erstmal testen. Und das letzte Thema bei den technischen Änderungen ist dann eben nochmal das Dateiformat Opus. Kennt ihr vielleicht noch nicht, kommt aus dem gleichen Haus wie der Ogwarbis Codec und ist eigentlich optimiert auf Sprachübertragung. Beziehungsweise eigentlich eine Mischung aus einem sprachoptimierten Codec und einem musikoptimierten Codec, die da zusammengeführt werden. Und das Besondere bei Opus ist, dass der sozusagen erkennt, ob das jetzt Musik ist oder Sprache ist und auf die entsprechenden Codierungen zurückgreift und damit eben eine möglichst große Kompression erreicht. Und der Vorteil dabei ist, dass man damit den Bitraten sehr, sehr weit runtergehen kann und trotzdem noch vernünftige Qualität bekommt. Das heißt, das ist das Format eigentlich, was am ressourcenschonendsten, sprich platzschonendsten ist, am wenigsten Speicherplatz benötigt und sich in Zukunft, denke ich mal, auf alle Fälle rentieren wird oder wie man mal das sagen soll, oder durchsetzen wird, so muss man eigentlich sagen, durchsetzen wird, insbesondere für die mobile Geschichte, für das mobile Streaming und so weiter oder eben auch für das mobile Hören von Podcasts und anderen ähnlichen Inhalten. Bin ich überzeugt davon, also dass dieses Format hat wirklich viel Potenzial. Und Opus biete ich jetzt schon seit ein paar Folgen eigentlich mit an. Ich weiß nicht, wem von euch es schon aufgefallen ist. Ich möchte es da einfach mal an der Stelle erwähnen. Und Opus wird auch weiterhin unterstützt werden von mir. Also ich werde Opus weiterhin generieren. Und es wird dann eben, sobald der Firz online geschalten ist für individuell unterwegs, wird es eben auch für das Opus-Format einen eigenen RSS-Feed geben. Gut, das war es einmal soweit zu den technischen Änderungen, die in der nächsten Zeit so anstehen. Und nachdem ich mittlerweile schon wieder eine halbe Stunde quatsch, lasse ich es jetzt für heute erstmal wieder gut sein und wünsche euch auf alle Fälle eine schöne Woche. Schaut, dass rauskommt. Viel Spaß auf euren Touren. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-wandern-tauchen.at